Moin, moin, Freunde, willkommen zurück bei SeaCrowds. Wir haben ein neues Replay für euch und das hat es richtig in sich. 263.000 Damage erwarten euch heute mit dieser Hindenburg-Runde. Wir sind auf der Karte der Atlantik unterwegs und Gullit Feeder von Ultima Ratio führt sie für uns aus. Hier sind schon die Skills zu sehen. Er hat geskillt vorrangiges Ziel, präventive Maßnahmen und Beschussalarm, dann den Adrenalinrausch, den Inspekteur, den Sprengmeister, den Tarnungsmeister und den Trägheitszünder für Sprenggranaten. Ich halte dafür eine ziemlich kompetitive Skillung und im Zufallsgefecht bestimmt auch in klaren Gefechten sehr, sehr effizient. Hinzu hat er die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 in sein Schiff eingebaut, die Zielsystemmodifikation 1, die Hauptbatteriemodifikation 3, die hydroakustische Modifikation, die man aus diesen Containern und so weiter bekommen kann, die Steuergetriebemodifikation 2 und 3, damit die Wendigkeit der Hindenburg auch gegeben ist. Hydroakustikmodifikation sorgt dafür, dass der Hydro länger aktiv ist und damit Torps schneller aufgeklärt werden können. Wir befinden uns auf dem Weg zu A und die Großteil der Gruppe bewegt sich in diese Richtung. Der erste Gegner ist eine Montana, die ist schon zu sehen. Zu Hindenburg kann man sagen, es ist nur ein Entwurfsschiff, das wurde nie gebaut, basierend auf Daron. Man kann das schon gut erkennen, ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Vorne ist ein Geschützturm mehr. Die Panzerung wurde nochmals verstärkt, die Luftverteidigung wurde nochmal verstärkt. Und dadurch natürlich auch die Verdrängung. Es ist ein sehr schwerer Kreuzer, der mir persönlich auch super viel Spaß macht, weil man mit dem wirklich auch Schlachtschiffe extrem ärgern kann. Und das werden wir sicherlich in diesem Gefecht hier sehen. So, wir fahren zu A und gucken mal, ob da überhaupt ein Gegner kommt, weil die sich alle eher zu B orientieren. Und da ist eine Rhone. Und sofort geht das los. Rauf, auf in den Kampf. Die Mumpel sind in der Luft und gucken mal an, wie sie treffen. Ein guter Treffer, 2500 erstmal als erste Eröffnung und weiter wird gerockt. Gleich mit Zitadelle 10.000. Aber die Rhone fährt auch echt gerade, ne? Ja, man muss auch ein bisschen Glück haben. Und gleich nochmal 5 fast. Und noch eine Zitadelle, 14. Wenn ich hören, wir muss fühlen. Zack, und die nächste raus. Und das dürfte doch gewesen sein. Jo, First Blood, erstes Schiff raus. Keine 3 Minuten im Spiel. Achtung, Torps. Wird das hier noch eng? Ne, er kann ausweichen, alles safe. So, nächste Target. Wir haben 33.000 auf der Uhr. Geht los. Tierpitz. Er ist nicht anvisiert von der Tierpitz. Dadurch, dass er vorrangiges Ziel geskillt hat, könnte man das sehen. Er ist von keinem Schiff anvisiert und kann hier breitseitig zum Gegner fahren, alle Geschütze einsetzen. Da ist die Kagero, die vorhin getorbt hat. Immer die richtigen Granaten parat, AP geladen und wird leicht nachgeladen. Zack, wieder 6000 und zack, nächste Salve ist in der Luft und trifft gleich nochmal für 9000. Die AP von der Hindenburg tut so unheimlich weh auf diese Entfernung. 7 Kilometer, unter 7 Kilometer und nochmal 4000, schlechterer Winkel als eben. Jetzt brennt er, jetzt ist die Tierpitz raus, zack, und schon sind 2 Schiffe des Gegners eliminiert. Da kommen noch Granaten, werden die gefährlich? Nein, werden sie nicht. So, keine 5 Minuten im Spiel, 70.000 Damage, das haben manche Leute in den A2 Gefechten. Oder ich manchmal auch nicht. So, auf geht's, da war die Kagero nochmal kurz zu sehen. Nochmal AP-Granaten gerade drin gehabt, voll verfehlt. Und da wird er von der Akizuki gut vorgewarnt, dass da Torpedos kommen. Hervorragender Job vom Zerstörer. Optimal gestaffelt. Zerstörer voraus, links und rechts, der Kreuzer dahinter. Er ist hier fast alleine.
die Schlachtschiffe hinter ihm rücken nach in A, aber können gar nicht rücken. Die stehen ja hinter der Insel. Das sieht man hier auch, die einzigen Mumpeln, die fliegen, sind von ihm oder von den Zerstörern. Kagero brennt. Und nochmal Treffer. Und jetzt müsste es aber reichen, oder? Oh, zerstört von der Akizuki. Okay. Gut abgestaubt. Auf geht's zu der North Carolina, die jetzt sogar noch breitseitig zu ihm fährt. Jetzt ist er das erste Mal anvisiert. Und wieder nicht. Und wieder doch. Die Mumpeln sind unterwegs. Gleich Doppelbrand auf der North Carolina. Jetzt AP hinterher. Breitseite fahren. Ganz hervorragend. Man kann das wirklich gut sehen. HE-Granate raus. Sofort AP vorwählen. Damit man konnte ja sehen, dass die North Carolina zur Breitseite fährt. Immer die richtige Mumpel im Verschluss. Ganz hervorragend. Da ist eine Montana, die Breitseite fährt. Klack, AP rein. Die Amerikaner sind sehr dankbar für AP-Schaden. Die amerikanischen Schlachtschiffe, auch eine Montana. Und wir treffen sie für, zack, 2500 auf 16 Kilometer. Was nicht sehr schlecht ist. Für 203 mm geschützt. Ja, Hindenburg hier, wie gesagt, 52.000 Damage, 52.000 Trefferpunkte. komm schon mit den Damage und den Trefferpunkten durcheinander hier. Nimmt mich echt mit. Und ist ja mit drei Geschütztürmen, vier Geschütztürmen, drei Rohre, A203 mm bewaffnet. Und wir konnten schon einen guten Eindruck gewinnen davon, wie doll das wehtut. Hier spürt die Amagi für 4.000 und die AP-Granaten sind schon wieder drin. Schlagschiffe, die Breitseite fahren, nimmt die Hindenburg immer gerne mit. Und wieder 5-8. Er hat hier aber auch gute Situationen immer, dass er gar nicht anvisiert ist, weil sonst könnte man gar nicht so Breitseite zu den Schlachtschiffen alle fahren. Die Team Rot ist sowas von aufgerieben und durcheinander, weil sie gar nicht wissen, wen sie zuerst beschießen sollen. Und das nützt die Hindenburg hier schamlos aus. Da kommt Torps. Die Zerstörer machen einen riesen Job hier. Torps im Wasser, überall. Oh, da, man muss ausweichen. Man kann sich gar nicht mehr so fokussieren. Und dann wird lieber von der Amagi offensichtlich auf eine Zerstörer auf 16 Kilometer oder 50 Kilometer geschossen, anstatt das naheliegende Ziel zu nehmen. So, die Montana hat die Amagi rausgezogen. Die kam aber von G3 ungefähr, G4. Da ist die Montana platziert. So, da haben wir noch eine Montana, da geht eine Mogami auf und da geht eine Minotaur auf. Das muss auch raus, das Ding. 12 Kilometer, die Minotaur ist sehr dankbar für Zitadellen. Mal gucken, ob wir das hier auch sehen. Gut vorgehalten, 6 Sekunden Flugzeit von den Mumpeln. In 6 Sekunden, in 3 Sekunden wissen wir, was los ist. Und Doppel-Zitadelle, Unterstützer gedroppt. Und noch einmal und dann ist die Minotaur doch raus. Oder? Oh, 2,5 und die Minotaur ist weg. Auch wieder Unterstützung von der Montana von Alex Leo. Unsere Freunde von Ultima Ratio machen hier so richtig ein Fratzengeballer. Mit dem entsprechenden Spielglück, was man manchmal auch erzwingen muss, dass halt man nicht immer anvisiert wird oder Priority Target ist. Team Grün hat 4 Schiffe verloren, Team Rot 6 Schiffe. Leichter Schiffsvorteil, EP-Vorteil, nicht EP-Vorteil, Cap-Point-Vorteile gibt es auch. Knapp 100 Punkte vor. So, jetzt wird der Kurs korrigiert, ab in Richtung B, den Cap erobern, ist jetzt das Ziel. Damit man da auch ein bisschen einen strategischen Vorteil bekommt und den Gegner weiter unter Druck setzt. Hier sieht man, wie viele Torpedos überall unterwegs sind. Der Gegner hat noch 2 Zerstörer im Rennen. Wir haben nur noch, Team Grün hat nur noch einen. Ich sag schon wir, weil ich hier so mitfieber. Ganz hervorragend gemacht. Nebenbei erwähnt, er hat Schadensbegrenzung Team 2 drin. Hydroakustik 2. Den Jäger hat er, glaube ich, auch auf 2 gebracht. Und die Reparaturmannschaft ist auch jeweils ein 2er-Modul, was halt zusätzlich Kosten verursacht. Aber mit der Zusatztarnung für 5000 Dublonen kann man die ganz gut ausgleichen, weil man dadurch ja ein bisschen weniger Reparaturkosten hat. Um genau zu sein, 50%. Rauf in den Nebel, ab rein in B, er ist spotted und da gibt es eine Z32. Gleich einmal in raufgeballert und rausgenommen.
Da ist die Z52, nicht Z32. Was laber ich für eine Form? Die ist auch raus. Und jetzt bietet sich hier die Chance, die Conqueror oder die Edinburgh. Die Edinburgh orientiert sich. Steht sie oder steht sie nicht? Nee, sie glaube, fährt sie leicht rückwärts. Da guckt sie leicht raus. Aber die Mumpeln sind unterwegs. Ich glaube nicht, dass er damit was treffen kann, oder? Nee, ist leider zu hoch. Und jetzt geht's los. Die Conqueror kommt aus ihrem Versteck. Jetzt wird's nochmal richtig heiß. Eine volle Conqueror gegen eine Bismarck und gegen eine Hindenburg. Das ist ein wirklich recht gefährliches Ding. 6000. Aber er wird nicht anvisiert. Er hat wieder Glück in dem Moment, dass er nicht so stark anvisiert wird, obwohl er relativ gute Breitseite zeigt. Jetzt ändert die Conqueror ihr Ziel, oder? Und da rotzen, da fliegen die Kugeln 5000, nochmal 5000, 6000. Jetzt ist er zweifach anvisiert und wird jetzt beschossen. Jetzt ist der B-Punkt erobert und er muss zusehen, dass er keine Breitseite mehr zeigt. Großkaliber ist auch kassiert, Eroberung unterstützt. Da kommt Torps. Gut, gleich die Lücke erkannt. Die laufen aus sogar. Und die Edinburgh hat sich aus ihrem Versteck getraut. Das könnte auch nochmal was von hinten geben. Die muss er rausnehmen. Er muss sie rausnehmen. Gleich sieht er der Leon zerstört. 12.000. Unglaublich. Wir sind bei 200.000 Damage. Die Conqueror hat ihn jetzt noch nicht anvisiert. Unglaublich. Die ist 12 Kilometer weg, eine Breitseite Hindenburg und die Conqueror schießt nicht auf die Hindenburg. Na gut, dann heißt es weiter rauf. 8.000. Nächste Salve. Und nochmal 6-8. Jetzt hat er anvisiert mit Schussalarm. Jetzt muss er zusehen, dass er wegkommt. Schwerer Schaden. Da ist noch eine Salve in der Luft gewesen. Oder? Noch eine Salve. Und 2,5 nochmal. Da ist die Conqueror raus. Schwein gehabt. Das ist zum Schluss nochmal eng geworden. Oder wäre zum Schluss nochmal eng geworden, hätte die Conqueror konsequent die Hindenburg fokussiert, hätte das noch sehr viel enger werden können. Da sind aber schon wieder Mumpel am Horizont in der Luft. Er ist auch anvisiert, aber ich sehe den Gegner nicht. Da geht die Montana auf. Jetzt hat man den Sieg auf der Mündung. Aber da kommt noch eine volle Montana. Unglaublich. Wer kann auf die Montana wirken? Im Moment, Achtung, Torps! Die sind aber, glaube ich, kein Faktor. Oh, ja, knapp, kein Faktor. Und was macht er? Die Mumpeln. Leichter Schaden nur von der Montana. Da hat er die zu weit vorgezielt. Er ist aufgeschaltet von der Montana und muss jetzt zusehen, dass er jetzt hier Land gewinnt und Distanz zwischen sich und die Montana bringt. 14 Kilometer. Die Hindenburg ist was gepanzert, aber auf unter 10 Kilometer ist auch eine Montana sehr, sehr stark. Aber er kann hier gut einheizen. 6000. Und jetzt schießen die anderen Schlagschiffe auch drauf. Die Yamato und die Bismarck, die hier noch mit im Spiel ist, heizen der Montana ebenfalls ein, sodass er nicht mehr das Prioritätstarget hier ist. Jetzt kann er die AE-Granaten reinsetzen, damit die Montana brennt. Hat er auch gleich erschafft. Ein Brand ist schon. Jetzt heißt es ein bisschen anders zielen, damit man eventuell noch einen zweiten Brand draufsetzen kann. Na, 4000 hat er nochmal kassiert. Ein bisschen Brand. Granaten haben die Montana noch hinten getroffen. Jetzt stellt er wieder um auf HP, weil die Montana so schön Breitseite fährt. Und brennt.
Und wieder 2300. Jetzt muss er zusehen. Da sind noch mal Mumpeln unterwegs. Warum fährt er Breitseite? Und die Montana ist raus. Aber hat noch mal einen ordentlichen Treffer kassiert. Er hat noch mal einen Treffer für 13.500 kassiert. Aber der Damage bei ihm stimmt. Auch wenn es ziemlich spannend und aufreibend ist. Weil die Montana hätte ihn auch locker rausnehmen können mit der richtigen Salve. Aber da ich nur eine Granate trifft, ist das natürlich ganz gut gelaufen für ihn. Unser Sieg ist in Sicht. Der Sieg ist in Sicht. Jetzt geht es nur noch um den Zerstörer. Und dann ist dieses aufregende Match hier schon wieder bald zu Ende. Ich kann nur sagen, oder ich möchte ganz kurz nochmal was zu Gulit wieder sagen. Er ist Clan-Leader von Ultima Ratio. Der Clan besteht aus ungefähr 20 Mitgliedern, die sich auf Clan-Gefechte spezialisieren. Das Ziel ist, die Stalingrad zu holen. Er ist ein neu gegründeter Clan mit demokratischen Strukturen. Und wie man hier sieht, an Kompetenzen nicht missen lässt. Was er hier wirklich beeindruckend zeigen kann. Und die Shimakaza hat es wohl jetzt auch gleich hinter sich. Da sind die Mumpeln in der Luft. Shima brennt und er ist noch ein Kill von der Karge entfernt. Kriegt er die Shima noch? Nein, hat er leider nicht geschafft. Hier die Übersichten. Am Ende 263.000 Damage, 15.000 Erfahrung durch Lackierung, 3 Abzeichen, Unterstützer Großkaliber First Blood, 5 Zitadellen, 4 Schiffe, mit Abstand der beste Spieler in dieser Runde. Über 3.000 Base XP. Sieht man auch nicht jeden Tag. Ich denke, das war eine beeindruckende Runde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Lasst ein Like da, teilt das Video und wir hören uns das nächste Mal. Euer Secrets Team, euer Maracha. Haut rein. Ciao, ciao.